Heute gibt es Teil 8 von virale TikTok-Lifehacks testen und das ist passiert. Dieses Deutschland-Trikot habe ich einfach mal komplett kostenlos bekommen. Das ist die krasseste Takis-Sorte, die ich jemals in meinem ganzen Leben gegessen habe. Und mit diesem Eis wollen wir es ernsthaft probieren, mir meine Achselhaare rauszureißen. Oh mein Gott, Digga! Ja, Leute, hier ist wieder euer Eierkopf. Heute gibt es mal wieder eine Folge virale TikTok-Lifehacks testen. Und es wird heute wieder ultra krass. Wir fangen an. Let's go. Ach so, und übrigens, Teil 9 schaltet ihr frei, wenn dieses Video hier 5000 Daumen nach oben erreicht. Also lasst jetzt alle einen Daumen nach oben da. Kleine Info, ihr könnt euch gerade ein gratis Deutschland-Trikot sneaken. Okay, also nicht das von Adidas, aber wer braucht das von Adidas, wenn man dieses Brett hier haben? Ey, ich schwöre euch, mein komplettes TikTok ist voll von diesem gratis EM-Trikot, was man bekommen kann. Wenn man sich für das Check24-Tippspiel für die EM anmeldet, dann kann man dieses gratis Deutschland-Puma-Check24-Trikot bekommen. So, und da seht ihr jetzt einmal, wie er dieses Trikot anhat. Und das ist wirklich gratis. Man zahlt dafür keinen einzigen Cent. Und ich würde sagen, das testen wir doch mal direkt aus. Jetzt wird es Zeit, Freunde. Wir testen aus, ob wir wirklich einfach mal ein gratis EM-Trikot bekommen können. So, ich würde sagen, wir scannen einmal kurz diesen Code hier ab. Ich glaube, das ist einmal, um die Check24-App runterzuladen. Check24-Tippspiel zur EM24. Okay, wir melden uns mal an. So, Freunde, ich habe jetzt mich hier schon mal soweit angemeldet. Ich gebe jetzt hier mal meinen Spielernamen ein, und zwar Kevin. Und jetzt, ich möchte ein gratis Check24-Trikot erhalten und am Gewinnspiel teilnehmen. Ich habe jetzt hier einmal meine Versandinfos eingegeben und jetzt einmal auf Weiter. Ich habe jetzt hier auch eine Bestätigungsmail bekommen. Freunde, ich würde sagen, wenn das Ganze klappt, machen wir jetzt einen kleinen Zeitsprung zu dem Moment, wo das Paket da ist. Ich habe auch nicht mal Versand bezahlt. Ich habe keinen einzigen Cent bezahlt. Let's go. Freunde, es ist angekommen. Es ist wirklich angekommen. Oh mein Gott, das Check24 Deutschland EM-Trikot. Ey, ich bin so gespannt, wie das jetzt aussehen wird. Oh, und warte mal, irgendwie vibriert der Bildschirm gerade. Wow, Alter, noch ein zweites Check24-Trikot. Ey, Freunde, das gucken wir uns gleich mal an. Jetzt aber erstmal das offizielle Trikot von Check24. Das hier habe ich sogar extra noch für euch gekauft. Und wie ihr das gewinnen könnt, das erfahrt ihr gleich. Das ist das Trikot. Alter, oh mein Gott. Digga, ist ja ultra hochwertig. Freunde, guckt euch das hier einfach mal an. Und dieses Deutschland-Trikot habe ich einfach mal komplett kostenlos bekommen. Ich würde sagen, ich schnipp's einmal kurz und dann habe ich das direkt an. Alter, Freunde, guckt euch das an. Und hier habe ich das Trikot direkt auch noch ein zweites Mal extra für euch gekauft von jemand anders, der das bestellt hat. Und wie ihr das gewinnen könnt, erfahrt ihr jetzt. Jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, wie ihr dieses Check24-Trikot hier bei mir gewinnen könnt. Und wenn du ein gratis EM-Trikot von mir bekommen möchtest, dann musst du jetzt einfach nur meinen Kanal abonnieren, diesem Video einen fetten Daumen nach oben geben und kommentiere jetzt einfach mal, ich will das Trikot. Ich wünsche euch ganz viel Glück. Ich werde das Ganze die nächsten Tage auflösen. Und ich muss sagen, das Trikot ist wirklich richtig, richtig geil. Und es ist halt einfach gratis. Es geht weiter mit dem nächsten Lifehack. Und zwar ist der von Kansügül. Passt mal auf. Ich probiere den neuen McShaker bei McDonald's. Ihr bekommt eine Tüte, Pommes und Gewürze. Das Motto ist streuen, schütteln und knabbern. Hä? Das habe ich ja noch nie bei McDonald's gesehen. Hä? Und dann haut die ihre Sachen da so rein, schüttelt das. Und dann hast du einfach so selbstgewürzte Pommes. Hä, ist ja voll geil. Ich fahre mal direkt zu McDonald's. Nur das Ding ist, Kansügül wohnt in Berlin. Die muss das ja in Berlin getestet haben. Ey, Freunde, dafür müsst ihr jetzt nochmal alle den Kanal abonnieren. Ich fahre jetzt extra nach Berlin. So, Freunde, für diesen Lifehack bin ich tatsächlich jetzt extra nach Berlin gefahren, denn die gute Kansügül, die kommt ja aus Berlin. Und ich bin jetzt hier bei diesem McDonald's irgendwie Terrassen am Zoo. Da vorne ist auch der Zoo. Und ich würde sagen, ich gehe jetzt einfach mal direkt hier rein. So, Freunde, wir sind jetzt in dem McDonald's drin. Ihr seht jetzt auch nochmal ganz kurz auf Google Maps eingeblendet, wo der ist. Ich habe jetzt gerade nochmal
nochmal genau geschaut. Also bei Kansegül war das sogar direkt hier auf der Homepage, also ganz vorne auf der Startseite. Aber hier ist tatsächlich gar nichts davon. Ich werde nochmal schauen, ob ich da vielleicht noch irgendwas anderes auf TikTok finde, ob ich vielleicht falsch gelaufen bin, ob es irgendein anderer Mac ist. Wir sehen uns gleich nochmal draußen. Okay, Freunde, ich habe jetzt nochmal tatsächlich einen Hinweis auf TikTok gefunden, wo man das Ganze bekommt. Ich würde sagen, ich schnipse dich einmal ganz kurz nach Hause und dann zeige ich euch, wie ich die neuen Mac-Shake-Pommes von McDonald's teste. So, Freunde, ich bin zu Hause. Der Trick ist relativ simpel. Ich habe tatsächlich gerade schon einmal ausgesehen, ohne die Kamera zu starten, die Pommes genommen und die hier einfach mal reingegeben. Schaut mal, die Pommes sind hier schon mal drin. Und jetzt macht man es ganz einfach. Man nimmt sich so ein Pommesgewürz. Nur, ihr könnt es auch ganz einfach zu Hause nachmachen. Ihr müsst nicht unbedingt Pommes von McDonald's direkt holen. Aber für den Effekt habe ich das mal gemacht. So, und jetzt haut man einfach dieses Pommesgewürz hier in die Tüte rein. Und jetzt nimmt man einfach die Tüte, macht die hier so ein bisschen zusammen, dass da nichts rausfliegt. Und dann schüttelt man einfach. Und jetzt einmal wieder aufmachen. Und dann seht ihr, oh, Alter, guck mal, die sind richtig gut gewürzt jetzt. Schau mal. Guck mal, hier ist so richtig viel gewürzt. Dann sieht man das. Mhm. Ich probiere mal. Ja, sind sehr würzig. Ich würde sagen, ist bestätigt. Die nächste Sache ist ultra krass. Ihr kennt ja, denke ich mal, alle Harry Potter und da gibt es ja so Zauberstimme, mit denen man zaubern kann. Und hierzu gibt es etwas richtig krasses. Passt mal auf. Einfach so einen richtigen Harry Potter Zauberstab. Da macht man so eine Kugel. Hä? Digga, einfach so ein richtiger Zauberstab. Okay, den kaufe ich mir und auch das testen wir aus. So, und da haben wir ihn tatsächlich, den magischen Zauberstab, der angeblich Feuer spucken soll. Da bin ich jetzt wirklich gespannt und ich habe wirklich Angst, dass ich irgendwie meine Wohnung abfackel. Oh mein Gott. Lol. Ah, ich sag ehrlich, das ist alles so auf Chinesisch, jetzt habe ich Angst. Freunde, schaut euch das mal an. Der sieht übel hochwertig aus. Lol. Alter. Oh mein Gott. Ich sag euch ehrlich, Freunde, der ist übel hochwertig. Der war auch ultra teuer. Der hat einfach mal 70, ich wiederhole, 70 Euro gekostet. So, ich habe jetzt einfach mal irgendein Papier von mir genommen, ja. Ich habe Angst. Ich habe es jetzt irgendwie hier reingestopft. Ich werde das jetzt auf jeden Fall irgendwie draußen machen und probiere es jetzt mal aus. Drückt mir die Daumen. Ich gehe mal eben kurz raus. Okay, Freunde. Ich bin jetzt mal nach draußen gegangen und ich habe wirklich Schiss. Ich werde jetzt einfach so gegen diese Wand da vorne feuern. Lol? Hä? Haben wir das gesehen? Da kam auf jeden Fall irgendwas raus. Freunde, ich habe den Dreh tatsächlich raus. Und zwar habe ich jetzt einfach das originale Papier von denen benutzt und das vorher ein bisschen trocknen lassen. So, und jetzt machen wir es hier nochmal rein. Also, Freunde, seid ihr bereit? Ich werde jetzt das allererste Mal wie Harry Potter einen Zauberstab benutzen und einfach mal Feuer schießen. 3, 2, 1. Alter, habt ihr das gesehen? Ich habe einfach Feuer geschossen. Let's go. Nächster Lifehack, let's go. Lol. Hä, das ist irgendwie so ein Pizzablech. Damit kann man so alle Flecken wegmachen. So Ketchup oder auch einfach so eine Pizza aufnehmen. Oder so Milchflecken. Hä, das sieht ja ultra krass aus. Als ob das funktioniert. Und jetzt sind da so gar keine Flecken mehr auf dem Tisch. Ey, wenn das klappt, dann kann ich ab jetzt immer wie so ein Schwein essen. Aber bevor wir schauen, ob das Ganze klappt, Freunde, am 11.05. um 11 Uhr auf clashgames.shop kommt einfach mal neuer Merch raus. Und zwar der Millionärseierkopf, das ist ein ultra krasses Merch-Paket und es ist streng limitiert auf 750 Stück. Zu eurem T-Shirt oder auch Hoodie bekommt ihr als erstes eine handsignierte Autogrammkarte, original unterschrieben von mir. Eine richtig geile Spardose, wo ihr euer Geld drin sparen könnt. Ein richtig krasses Poster für euer Zimmer. Und das Highlight ist das goldene Ticket, Freunde. Es gibt ein einziges goldenes Ticket. Und wenn du dieses goldene Ticket hast, komme ich persönlich zu dir nach Hause. Wir nehmen ein richtig geiles Video auf. Du bekommst richtig coole Geschenke von mir. Deswegen gönnt euch den Merch. Und jetzt schauen wir, ob dieses Pizzablech wirklich Flecken entfernen kann. Auch diesen Schieber habe ich mir tatsächlich bestellt. Und da bin ich wirklich gespannt, ob das Ganze hier hält, was es verspricht. Gut, das heißt, ich hau jetzt hier Ketchup hin. Ey, dass ich mal meinen Tisch bewusst versaue, hätte ich echt nicht gedacht. Aber gut, der Lifehack soll jetzt meine Unterlage hier retten.
Und jetzt soll man ganz einfach mit diesem Ding hier diesen Ketchup-Fleck so aufziehen, dass danach kein Ketchup-Fleck mehr hier auf dem Tisch drauf ist. Lol. Ja, ihr seht, der Ketchup-Fleck ist fast weg. Er ist jetzt halt hier so voll verschmiert drauf. Vielleicht habe ich das auch ein bisschen lost gemacht. Ich weiß nicht so ganz genau. Ich sage euch ehrlich, das ist ultra random irgendwie, das Teil. Moment. Beim Endeffekt habe ich jetzt diesen Ketchup-Fleck hier drauf. Und wie kriege ich den jetzt hier weg? Kann ich den einfach abspülen? Wartet mal. Okay, ich sage euch ehrlich, das ging sehr einfach wieder ab. Das heißt, wir probieren jetzt auch nochmal den Rest hier aufzunehmen. Krass, okay. Ich sag ehrlich, ist schon smart. Ja, aber im Endeffekt ist der Lifehack bestätigt. Nächster Lifehack. Auf dieses Video haben wir schon mal reagiert. Just got the two brand new Prime flavors, so let's try it. We have Prime Prime Strawberry Banana. Darum geht es. Diese andere UFC 300, diese Prime-Sorte, die habe ich ja schon bekommen. Und es soll angeblich diese Strawberry-Banana-Sorte bei Kaufland geben. Ich habe keine Ahnung, ob das Ganze stimmt. Das haben mir ein paar Zuschauer geschrieben, weil offiziell ist die eigentlich noch gar nicht in Deutschland draußen. Wir schauen mal nach. So, Freunde, ich bin jetzt im Kaufland drin. Und jetzt ist aber halt die Frage, wo ist die Prime-Abteilung? Ey, Freunde, hier vorne ist die einfach. Was? Digga, einfach komplett neues Prime. Schaut mal, Strawberry Banana. Hä? Das ist ja richtig krass. Okay, ich würde sagen, ich nehme einfach mal dieses ganze Pack hier mit, Freunde. Das muss ich auf jeden Fall testen. So, Freunde, ich bin nach Hause gefahren. Wir haben hier ein komplettes Stack von der neuen Prime-Sorte. Und ich habe mir sogar noch extra einmal eine gekauft, die ich gerade eben schon kühl gestellt habe. Ihr seht hier Strawberry Banana. Ich bin so gespannt, wie diese neue Sorte jetzt hier schmecken wird. Ich zeige es euch nochmal hier ganz kurz rein. Also so sieht es ungefähr aus. Schauen wir mal, was die neue Sorte kann. Ja, ich sag ehrlich, ist so eine 6,5 für mich. Ich muss tatsächlich sagen, meine Freundin, die ist jetzt gerade nicht hier, die hat die Sorte auch schon probiert. Und sie hat gesagt, sie findet die Sorte sogar richtig lecker. Also sie hat, glaube ich, irgendwie eine 10 von 10 sogar gegeben und trinkt die auch ganz gerne. Wir kommen zum nächsten Lifehack, der ist auch bestätigt. Doch, ich sag euch ehrlich, ich gebe der Sorte sogar eine 7,5. Ich habe die doch noch ein paar Mal jetzt gerade getrunken. Schon lecker. Die nächste Sache ist auch ziemlich krass. Schaut mal, und zwar ist das einfach so ein McDonald's-Glas, was im Dunkeln leuchten kann. Und das gibt es erst am 2. Mai. Nur das Ding ist, der 2. Mai ist heute noch gar nicht, wo ich das aufnehme. Okay, ich probiere es aber trotzdem mal irgendwie zu bekommen. Weil ich kenne da ja so ein paar Tricks und die werdet ihr jetzt gleich sehen. Okay, Freunde, ich bin mal wieder bei meinem Stamm-McDonald's, wo tatsächlich auch der Burger-Pommes-Diss-Track gedreht wurde. Und weil ich ja hier einigermaßen gute Connections habe, werde ich jetzt auch probieren, dieses McDonald's-Glas vor dem 2. Mai zu bekommen. Ihr seht das Video jetzt wahrscheinlich eh schon am 2. Mai. Aber ihr seht es hier auf dem Handy, wir haben tatsächlich jetzt gerade den 30. April. Ich würde sagen, ich probiere einfach mal mit so ein paar geheimen Eierkopftricks die neuen Gläser zu bekommen. Okay, Freunde, wir sind am Bestellterminal und ich würde sagen, wir gehen einmal auf jetzt bestellen. So, und jetzt ist die Frage, ich weiß, dass diese Gläser, hier steht es ja auch schon mal, Shine Together, schaut mal hier. Diese Gläser gibt es halt in diesen Menüs und wir werden uns auf jeden Fall ein Menü mit Nuggets und Curly Fries bestellen, Freunde. Streamt alle den Song und ich würde sagen, wir nehmen jetzt einfach mal 9 Chicken Nuggets. So, dann einmal ein Mac-Menü, Curly Fries und dazu machen wir Sour Cream. So, Freunde, und jetzt seht ihr, tatsächlich gibt es aktuell, wo ich das Video aufnehme, nur die normalen Gläser. Davon gibt es insgesamt 5 Stück, aber das sind nicht die, die in der Nacht leuchten. Pass auf, ich werde da jetzt einmal meine Eierkopfenergie aktivieren und dann werden diese Gläser hier leuchten. Aber als allererstes müsst ihr den Kanal abonnieren. Habt ihr schon abonniert? Haben die abonniert, Maybrit? Sehen wir ja gleich, ob die Gläser leuchten. Ey, Freunde, nur wenn ihr abonniert, können die Gläser leuchten. Warte mal, ich teste jetzt einfach mal. Ich habe sogar die Sonnenbrille schon auf. Alter, habt ihr es gesehen? Die Gläser leuchten sogar. Okay, Freunde, das heißt, ich würde jetzt einfach mal irgendeins reintun. Und dann schauen wir auch gleich mal, ob ich wirklich leuchtende Gläser bekomme. Freunde, wir sind jetzt aus dem Meckes raus. Und ihr seht, hier haben wir eine Tüte. Da kann ich euch gleich auch mal einmal kurz zeigen, was da drin ist. Da haben wir einmal die Nuggets und Curly Fries natürlich drin. Ne? Also das normale Essen. Und wir haben eine zweite Tüte. Und jetzt passt mal auf, was passiert, wenn ich die schüttel.
Habt ihr es gehört? Da war so ein Glitzer-Sound oder irgendwie so ein total krasser Sound in der Tüte drin. Und ihr könnt euch wahrscheinlich denken, was das heißt. Ich würde sagen, wir fahren nach Hause und gucken in die Tüte rein. Freunde, wir sind zu Hause und ihr seht, ich habe jetzt hier einmal Nuggets und Curly Fries. Erstmal einmal kurz testen, ob die auch wirklich gute Qualität haben. Die Nuggets kriegen von mir auf jeden Fall einen Pluspunkt. Alter, so ein Ultra-Curly-Fry. Curly Fries mal probieren. Curly Fries sind auch super. Aber jetzt, Freunde, ist die Frage, was in dem anderen Paket ist. Ich zauber's mal her. So, Freunde, die Tüte ist jetzt am Start. Als allererstes haben wir hier ein pinkes Glas. Für mich. Okay, das hat Maybrit ausgesucht, das stellen wir zur Seite. Und, Freunde, jetzt kommt etwas ultra krasses. Schaut mal her. 3, 2, 1. Digga! Einfach dreimal das Klo... Viermal das Glow-in-the-Dark-Glas von McDonald's. Ihr seht es hier. Freunde, geisteskrank krass. Ich würde sagen, wir gehen einmal kurz in einen dunklen Raum und testen, ob die wirklich leuchten, oder? Es leuchtet noch nicht. Man sieht hier drin auch rein gar nichts, außer das leuchtende Mikrofon. So, ich habe jetzt noch mal ein bisschen gewartet mit den Gläsern und das tatsächlich auch noch mal im Dunkeln ausprobiert. Und inzwischen leuchten die. Ich musste die echt lange in der Sonne bzw. im Licht stehen lassen. Das heißt, diese Gläser gibt es wirklich bei McDonald's. War zwar sehr schwer, aber Lifehack ist... bestätigt. Freunde, ihr habt's gesehen, diese Gläser waren ultra schwer zu bekommen, aber die sind echt krass. Jetzt, wo ihr mein Video seht, ist ja schon deutlich nach dem 2. Mai. Trotzdem gebe ich euch die Möglichkeit, eins dieser Gläser zu gewinnen. Ich habe ja 2 davon. Das heißt, ihr könnt nicht nur heute das Check24-Trikot gewinnen, sondern auch noch ein McDonald's-Glas. Auch hierfür bitte einmal den Kanal abonnieren. Ganz, ganz wichtig. Ich prüfe jetzt auch nochmal, weil ihr müsst abonnieren, sonst könnt ihr an beiden Gewinnspielen nicht teilnehmen. Schau mal. Ich sag ehrlich, ich hoffe, ihr habt abonniert. Als zweites gebt ihr jetzt alle mal einen Daumen nach oben. Und als drittes teilt ihr das Video jetzt mal mit all euren Freunden. Schickt das bitte an 3 Freunde, damit ihr auch die Möglichkeit haben, dieses Glas hier vielleicht zu gewinnen und schreibt einen Kommentar mit Hashtag McDonald's Glas. Die nächste Sache ist richtig krass, Freunde. Und zwar schaut mal hier, es gibt einfach eine komplett neue Takis-Sorte und die ist aktuell nur in Amerika zu erhalten. Ihr seht das hier, Takis Triumph, they are fucking good. Schaut mal. Das ist einfach irgendwie so eine hellblaue Takis-Sorte. Takis Buckin' Ranch, die ist ja ultra krass. Und es ist quasi unmöglich, die in Deutschland zu bekommen. Aber ich wäre nicht der Eierkopf, wenn ich es nicht irgendwie probiert hätte, über ganz, ganz viele Ecken einen Store zu finden, der diese Takis anscheinend auch verkauft. Wir fahren mal hin. So, Freunde, ich bin tatsächlich jetzt bei einem Süßigkeitenladen in Oldenburg gelandet. Und zwar ist das der Süßigkeitenladen Leckers, seht ihr jetzt hier auch noch mal ganz kurz auf Google Maps eingeblendet. Und ich habe tatsächlich von meiner Freundin, die kommt ja eigentlich aus Oldenburg, über ganz, ganz viele Ecken einen Tipp bekommen, dass die wohl angeblich diese neue Takis-Sorte hier haben sollen. Ich habe keine Ahnung, ich habe auch noch nicht drin geguckt. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal direkt rein und schauen uns um. Boah, schaut mal, also hier vorne haben wir auf jeden Fall schon mal so die Blue Heats. Ich werde mich jetzt erstmal einfach mal ein bisschen umgucken. Hallo! Und mal schauen, was die hier so haben. Die haben auf jeden Fall auch so Getränke und sowas. Aber wir müssen uns bei den Takis einmal umgucken. Also ihr seht, wir haben hier ganz normal Zombies natürlich. Blue Heats, kleine Zombies. Crunchy Fajita, Nitro Guacamole. Boah. Kann ich dir irgendwie weiterhelfen? Suchst du was Bestimmtes? Ja, ich suche so eine neue Takis-Sorte, so eine blaue. Ich habe noch was im Lager, eine ganz spezielle Sorte, die ich dir vielleicht anbieten könnte. Vielleicht, ja. Die haben wir selber noch nicht im Verkauf, aber bei dir könnte ich eine Ausnahme machen. Ja. Meinst du etwa die neue Sorte Bucking Ranch von den Takis, die wir hier haben? Was? Als ob! Ey, ich hätte niemals gedacht, dass es wirklich stimmt. Ich habe über einige Ecken einen Tipp bekommen, dass ihr die vielleicht haben könntet, aber ihr habt die noch nicht offiziell im Verkauf, oder? Die haben wir noch nicht offiziell im Verkauf. Die ist bei uns nur im Lager. Die werden wir in der Zukunft im Verkauf haben, aber die machen wir eine Ausnahme. Die kannst du natürlich jetzt haben. Echt jetzt? Ja, auf jeden Fall. Ey, wie heißt du? Dennis. Dennis, Freunde, ihr könnt alle sehr, sehr gerne mal hier, falls ihr aus Oldenburg oder aus der Umgebung kommt, gerne mal beim Süßigkeitenladen Leckers vorbeischauen. Also sehr, sehr korrekt, muss ich sagen. Kein Problem. Ist es die letzte, die ihr habt, oder wie? Das ist die letzte, die wir noch haben, ja. Ich würde sagen, warte mal, kannst du mal einmal die Kamera halten? Ja, ich springe mal einmal kurz hoch, Freunde, und dann sind wir bei mir in der Wohnung und testen die einmal. Wow, Freunde, da bin ich wieder zu Hause und ihr seht es hier gerade nochmal. Die Takis Bucking Ranch. Geisteskrank krass, dass ich die wirklich bekommen habe. Und umso mehr bin ich auch noch mal gespannt, wie die jetzt schmecken werden. An der Stelle schreibt noch mal gerne in die Kommentare, welches eure Lieblings-Takis-Sorte ist. Und ich würde sagen, wir werden jetzt das allererste Mal diese Takis Bucking
Ranch probieren. Oha, krass, die riechen heftig. Also, sieht schon ziemlich lecker aus. Jetzt natürlich nur noch die Frage, ob die auch genauso gut schmecken. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ich schwöre euch, Freunde, diese Takis-Sorte, die es noch nicht in Deutschland gibt, das ist die krasseste Takis-Sorte, die ich jemals in meinem ganzen Leben gegessen habe. Die toppt jede andere Takis-Sorte, die wir hier in Deutschland bereits haben. Also wirklich richtig krass, dass ich die bekommen habe. Ja, ich würde sagen, dafür gibt es auf jeden Fall von mir ein TikTok-Lifehack. Bestätigt. Der nächste Lifehack soll auch krass sein. Und zwar vor allem für den Sommer. Schaut mal hier. Der hat hier einfach so eine Sonnenbrille und ein Handy. Und man kann anscheinend mit der Sonnenbrille sich eine komplett gratis Handyhalterung bauen. Okay. Jetzt tust du dieses Handy einfach da rein. Leute, hä, das ist ja voll smart. Schaut mal, jetzt ist das Handy einfach nur von der Sonnenbrille gehalten. Ey, als ob das geht. So, für den Trick habe ich jetzt hier einmal eine Sonnenbrille, die ich schon ziemlich lange habe, aber ist ja egal. Und mein Handy. So, und das Ganze soll jetzt einfach so gehen, dass man das irgendwie so macht, so. Warte mal, ich zeige euch das mal. Also so habe ich jetzt die Sonnenbrille hier hingetan und dann einfach... So, ich habe da jetzt nochmal so ein bisschen rumgefummelt und im Endeffekt hat das Ganze aber geklappt. Ihr seht, ich habe jetzt hier mein Handy und jetzt kann ich hier auch ganz einfach Brawl Stars starten. LOL, Saisonbelohnung. Oh mein Gott, hä? Auf was für einem Account bin ich hier gerade? Digga, was passiert hier? Freunde, ich habe jetzt einfach mal, weil ich meine Handyhalterung aus einer Sonnenbrille gemacht habe, direkt in Brawl Stars einfach mal einen legendären Stardrop bekommen. 3, 2, 1. Oh, 1000 Bling. Aber ich würde sagen, dieser Lifehack mit der Sonnenbrille ist auch bestätigt. Hat geklappt. Der nächste Lifehack ist auch krass. Guckt mal her. Und zwar ist das irgendwie so ein Trick, damit man seine Cornflakes-Packung, seine Kellogg's-Packung, seine Müsli-Packung vernünftig wieder zumacht. Und zwar mit so einem geheimen Trick. Und zwar muss man es irgendwie so falten, so speziell. Nur dann irgendwie so zusammendrücken und zack. Irgendwie ist es dann so zu jetzt. Und das Ganze, ohne dass man irgendwie Tesafilm braucht oder irgendeine Klammer, einfach mit der Packung an sich. Ich hatte keine Ahnung, dass das geht. Für den Lifehack habe ich mir hier meine Oreo-Packung geholt. Die habe ich tatsächlich sogar noch nicht aufgemacht. Mache ich jetzt hier live für euch im Video auf. Jetzt haben wir hier mal das Oreo-Müsli rausgeholt. Okay, also man macht diese Seiten rein und dann hat er diese Seite reingemacht und eine offen stehen lassen, und zwar diese hier. Ey, ich sag euch ganz ehrlich, ich bin einfach zu dumm dafür. Wenn ihr den Trick irgendwie kennt oder mir einen Tipp geben könnt, dann schreibt das mal in die Kommentare. Ich bin zu doof dafür. Es ist auch gerade 2.30 Uhr. Deswegen, Freunde, Lifehack nicht bestätigt. Aber auch nur, weil ich ein Hashtag Lostes Ei bin. Kommentiert das alle nochmal. Ey, ich sag euch, ich bin an dieser Packung wirklich verzweifelt. Und genau das Gleiche ist wahrscheinlich jetzt beim nächsten Lifehack der Fall. Und zwar kann man angeblich mit so einem Eis hier seine Haare unter den Achseln entfernen, wenn man keinen Rasierer hat. Wir schauen uns mal das Video dazu an. Okay, guckt euch das an. Wir haben hier zwei Frauen. Die eine hat hier so genau dieses Eis in der Hand oder so ein ähnliches. Und die andere hat halt Achselhaare da und da. Und jetzt gucken wir mal, was die macht. So, schaut mal, der fällt jetzt so auf. Öh, du hast so Achselhaare da drunter. Und die sagt so, ach, das ist doch egal. Und jetzt passt mal auf. Jetzt macht ihr einfach so die Arme hoch. Klebt so dieses Eis da rein und dann zieht sie es wieder ab und dann sind einfach so die ganzen Haare an diesem Eis dran. Digga, Alter. Ey, ich weiß nicht, ob ich das testen will, aber wir testen es aus. So, Freunde. Ich habe jetzt hier mir zwei Eissorten geholt. Einmal genau das gleiche, was im Video benutzt wurde. Und dann so Capri-Sonne-Eis. Und damit probiere ich jetzt, meine Achselhaare rauszureißen. Dass ich das nochmal in einem Video sage, hätte ich auch nicht gedacht. Oh ja, das ist das Eis. Damit reißen wir jetzt meine Achselhaare raus. So, ich habe mein Oberteil ausgezogen und jetzt geht es los. Ich habe jetzt hier einfach mal ein Eis und mit diesem Eis wollen wir es ernsthaft probieren, mir meine Achselhaare rauszureißen als Alternative für einen Rasierer. Wird das Ganze funktionieren? Wir testen es jetzt
direkt einfach mal aus. Okay, muss so einen kurzen Moment warten. Oh Gott, ist das kalt! Oh, ist das kalt! Okay, 3, 2, 1. Ah! Alter! Hä? Hat's geklappt? Nee, ich bin einfach nur rot hier. 1, 2, 3. Ah! Ah, es ist einfach nur ultra kalt, Digga. Und es sieht aus, als würde ich, glaube ich, bluten, oder? Aber ich blute nicht. Keine Sorge, Freunde. Es ist einfach nur von diesem Eis hier. Ey, was ist das denn für ein Scam? Warte mal kurz, ich probiere das andere Eis nochmal. 3, 2, 1. Ey! Junge, das Eis ist einfach abgefallen. Ey, das klappt ja alles nicht. Warte mal, es läuft alles an mir gerade runter, Junge. Okay, Freunde, ich habe jetzt nochmal einen Trick probiert. Ich ziehe es jetzt nochmal ab. Es klebt richtig gerade an mir dran, das Eis. 3, 2, 1. Oh mein Gott, Digga! Bruder! Seht ihr das? Junge! Ey, ich habe mir richtig die Achselhaare rausgerissen. Alter! Können wir das erkennen? WTF, warte mal, ich muss mal im Spiegel gucken. Ey, Freunde, ich sag euch ganz ehrlich, macht das Ganze nicht nach. Mein Arm tut hier jetzt richtig weh. Der hat da richtig das jetzt rausgerissen. Aber gut, Lifehack bestätigt. Wir sehen uns. Ciao.